Langsam neigt sich unsere Innovationsrunde heute schon zum dem Ende. Wir wollen heute noch mal mit einigen aus dem Innovationspreis über Demenz reden, Altersdiskriminierung und was da alles so zusammenhängt. Ich würde euch gleich bitten, vielleicht jeder noch mal einen kleinen Satz zu euch zu sagen. Ich starte mal mit einer These. Ich bin jetzt über 50 und finde alt werdende Deutschland total kacke. Ich glaube, ihr verzeiht mir auch diese Wortwahl. Ich habe Angst vorm Altwerden. Ich habe keine Lust, irgendwo vor mich hin zu vegetieren. Und glaube, dass Altersdiskriminierung, Ageism, ein ganz, ganz großes Thema ist, was wir in Angriff nehmen dürfen und sollten. Genau, ich bin der Roger von Ebbe im Kopf, Stürmische Zeiten, dein Demenz-Podcast und freue mich auf meine drei Kollegen hier, die Anja, die Verena und der Dirk. Und vielleicht sagt ihr noch mal kurz was zu euch. Ja, hallo, ich bin Anja von Bauernhofstadt Altenheim. Also Roger, du hast mir natürlich den Spielball jetzt wirklich auf den Elfmeterpunkt gelegt. Auch ich bin über 50, nämlich 55, und ich möchte nicht einfach den Kopf in den Sand stecken, was das Altern angeht, sondern ich nehme es in die Hand und baue mir mein Altwerden selbst mit dieser Lebensgemeinschaft Bauernhofstadt Altenheim. Hallo, ich bin Vera, die Quotenösterreicherin hier. Die 50 lachen schon in meine Richtung, um das aufzunehmen. Ich möchte schon alt werden, aber ich möchte gesund und selbstbestimmt alt werden. Und für mich ist erschreckend, dass sowohl im Umgang mit Alter als auch mit Demenz ganz viel schwarz-weiß gesehen wird. Dement heißt automatisch, ja, wie war es so schön, Honig im Kopf? Nein, da gibt es ganz viel dazwischen. Alt heißt auch nicht Rollstuhl, Krücke und nur mehr grauen Sack angezogen. Und das finde ich abartig, wie wenig wir differenzieren und wie wenig strukturiert uns wir dem Thema nähern. Ja, mein Name ist Dirk Müller-Remus. Ich bin mittlerweile schon 66 Jahre alt. Bin hier der Senior, ne? Genau. Und hab noch keine Anzeichen von irgendwelchen Problemen. Aber wir haben, ich bin sehr daran interessiert, weil ich komme ja selbst auch so langsam in das Alter rein und habe natürlich auch um mich herum viele Menschen, die schon an Demenz oder Alzheimer leiden. Ja. Wenn wir jetzt sagen, wir sind unterschiedlich alt, wie wir hier stehen und haben alle irgendwie keine Lust, später vor uns hin zu vegetieren. Wie kommt denn das, dass das Altwerden, das ist nämlich Österreich und Deutschland, aber das ist ja in anderen Ländern auch noch, überhaupt nicht gesehen wird? Und warum ist das so eine Bubble? Ich habe mit jemandem gesprochen, mit einer Dame, die ist Frühdemenz, 62, und hat gesagt, was sie besonders Uncast, um das mal nett zu sagen, sind die Halbgötter in Weiß. Und sie sind Menschen, die darüber sprechen, wie sie eigentlich empfindet und lebt, aber keiner sieht sie. Sehen wir andere Menschen nicht? Woran liegt das? Und wollen wir nicht sehen? Was meint ihr? Ja, ich denke schon, dass es ein Thema ist, was wir gerne wegdrücken. Wir wollen davon am besten gar nichts wissen, bis dann die ersten Anzeichen kommen. Und dann fangen wir mal so langsam an, im Internet vielleicht so das eine oder andere nachzuschauen. Aber vorher kümmert sich kaum jemand um das Thema. Aus meinem Bekanntenkreis ist auch, das ist noch nicht so weit. Ja, ist, genau. Ja. Also da schauen wir zum Beispiel in Richtung, wie gehen wir als Gesellschaft mit dem Thema Tod um? Mhm. Reden wir darüber mit alternativen Beerdigungsformen und so weiter und so fort? Wie möchte ich sterben? Wie soll meine Beerdigung sein? Mhm. Das ist jetzt zugespitzt, aber mit dem Altern ist es genauso. Das ist ein Tabuthema geworden. Für mich, das ist meine persönliche Meinung, hängt es sehr viel damit zusammen, was wir in unserer Gesellschaft propagieren. Und das ist nun mal das Bild der schönen, toll funktionierenden Familie, des jungen, gesunden, aktiven Menschen. Und das Altern hat da noch keinen richtigen Platz gefunden. Ich glaube sogar, es hat den Platz ein bisschen verloren. Früher war das fast normal, wenn wir so an die ländlichen Regionen denken. Ich komme wirklich aus einer Gegend, da würde man von der Scheibe fallen, wäre die Erde eine solche. Da war das ganz normal, dass wenn jemand gestorben ist am Bauernhof, dass jemand am Bauernhof, bei uns nennt man das, aufgebahrt wurde. Und man sehe es mir nach, das klingt jetzt nicht wahnsinnig gustiös, aber der Hauch des Todes war letztendlich dann schon zu riechen. Und es sind alle Nachbarn gekommen und haben sich verabschiedet. Und damit war das Teil des Lebens. Dort, wo wir uns jetzt immer in kleinere Familieneinheiten, Single-Haushalte und sonst was zurückziehen, passiert etwas, das gehört nicht mehr zu unserem Alltag. Wir erleben es nicht mehr.
Meine Kinder haben sich von ihrem Großonkel verabschiedet, total friedlich, als der gestorben war. Und ich bin dafür fast schon, wie soll ich sagen, gesteinigt worden. Wie kannst du einem 10-Jährigen einen toten Menschen zumuten? Ja, ich habe für mich entschieden, ich kann. Und das Zweite ist, wir wissen ganz wenig, beispielsweise über Demenz und Alzheimer. Und das stelle ich, oder die breite Masse. Und da stelle ich fest, dass ganz viele Leute, wenn sie dann noch nicht gegoogelt haben, sich auch sozusagen keine Frage oder keine Antwort zutrauen. Wenn das dann jemand sagt, oh, ich muss schnell weg, anstelle zu sagen, ich weiß eigentlich wenig darüber, aber wie geht's dir damit und wie kann ich dir helfen? Und dieses Rückgrat zu haben, auch das Unwissen zu zeigen und trotzdem zu sagen, kann ich dir was Gutes tun, ist, glaube ich, ein harter Weg, aber das sind wir alle gefragt. Wenn du sagst, du kommst vom Land und da war es normal, über den Tod und mit dem Tod zu leben. Wer hat denn die Verantwortung? Jetzt lass uns noch mal zur Demenz gehen. Also uns überrollt eine Welle momentan, die können wir nicht aufhalten. So, wer ist verantwortlich, dass wir die Menschen mit Demenz, die Angehörigen, dass wir das alles viel, viel mehr in der Gesellschaft verankern? Sind wir es? Muss es aus der Politik kommen? Nehme ich die Kirche mit rein? Keine Ahnung. Also wer ist in der Verantwortung, dass wir das Thema mehr sehen und auch wieder mehr leben und erleben? Ich habe das da nicht ohne Grund. Demenz ist auch Leben und ich finde Demenz ist auch Lieben. Ich habe viel mit Menschen zu tun, gerade die das Thema Demenz betrifft, die leben so anders und tatsächlich ab und an noch viel, viel fröhlicher wieder. Und dann sagst du, hey, wir drücken das weg. Wer hat die Verantwortung? Habt ihr auch keine? Ich glaube, es ist nicht eine einzelne Person. Also ich bin überzeugt, die Politik muss sich bewegen. Da gibt es ganz viele Probleme im Bereich der Pflege und auch des Gesundheitswesens, wo man, ich habe vorhin schon gesagt, Versteckenspielen für Dreijährige macht, nämlich ich bin unsichtbar. Damit ist das Problem gelöst, das wird es wohl nicht werden. Die schwierigste Herausforderung dabei ist in meiner Wahrnehmung gar nicht die Finanzierung, sondern die ethische Diskussion. Was darf ich, was darf ich nicht? Ab wann habe ich vielleicht auch von Rechts wegen eine Grundlage zu sagen, jemand ist nicht mehr in der Lage, selber zu entscheiden? Und das ist eben nicht schwarz und weiß. Das ist nicht, du hast einen Hämoglobinwert von. Und das ist der Schwellwert. Und das andere ist, wir müssen uns ganz viel auch als Gesellschaft an der Nase nehmen und viele kleine Stellschrauben drehen. Wir haben zum Beispiel mitgesponsert einen Journalistenpreis, wo es darum geht, genau solche Sachen auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Du bist nicht automatisch tot, nur weil du 70 und in Rente bist. Und du bist auch nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen, weil du die Diagnose Demenz erhalten hast. Ich glaube tatsächlich, das, was du sagst, das unterschreibe ich so sofort. Aber es gibt mehrere Stellschrauben. Das eine ist, was institutionell passieren muss. Das andere ist, was wir sind alle Teil der Gesellschaft, was wir bewegen können im Kleinen. Und für mich beginnt es damit, mit dem Wort Würde. Wir müssen den Menschen, egal ob er dement ist, ist ein Mensch mit Demenz oder ob er beeinträchtigt ist oder was auch immer er ist ein Mensch, fertig. Und damit steht und fällt das für mich. Und das kann ich erstmal nur in meinem kleinen Rahmen leben und gucken, dass dieser Rahmen größer wird. Natürlich brauchen wir Politik, brauchen wir Sozialverbände, brauchen wir ganz viel, um uns diesen Herausforderungen, die rund um das Thema Altern schon da sind, aber noch immenser kommen werden, um uns die darum zu kümmern. Aber wir müssen auch jeder für sich in seinem kleinen Kreis starten. Ja, ich bin nebenberuflich auch Trauerredner und habe deshalb auch mit viel mit Begräbnissen von älteren Menschen zu tun. Und in 50% der Fälle ist immer wieder das Gleiche. Dann hat er Demenz bekommen, dann ging es bergab, dann ging es, und das waren dann oftmals ganz kurze Zeiträume, wo die Verwandten auch sagen, ja, ab da war es für uns dann auch eigentlich unerträglich und wir konnten es nicht mehr zu Hause lösen. Da ist natürlich auch so ein Thema, wo viele dann einfach, ja, sich dann vielleicht auch ein bisschen bequem machen, ja, weil eben die Mutter oder der Vater, die haben halt auch ihr Leben lang einiges geleistet, ja, und das dann einfach so abzutun, naja, er kriegt ja eh nichts mehr mit, das ist natürlich auch nicht gut, ja. Ist es, die kriegen ja eh nichts mehr mit, weil die Aufklärung noch nicht da ist, ja, die eigentlich da sein sollte? Ja, ja. Wie klärt ihr euch auf? Lest ihr, hört ihr genau hin? Jetzt sind wir natürlich hier bei der Konsozial, Sozialwissenschaften, Thema Altern und Demenz. Wie beschäftigt ihr euch? Wo kriegt ihr Sachen mit? Österreich. Wie sieht es denn bei euch aus im Gegensatz zu uns? Ist Demenz anders in der Gesellschaft schon angekommen?
Nein, nicht wirklich. Was zum Beispiel spannend ist, ist, weil du vorher nach der Kirche gefragt hast, habe gerade festgestellt, total Versagen auf dieser Ebene, weil die machen alles Mögliche an, weiß ich nicht, du musst noch immer zum Eheseminar mit einem katholischen Priester, der dem Zölibat verhaftet ist und der Blinde erklärt dir die Farbe, mit ein Grund, warum ich seit 20 Jahren in wilder Ehe lebe. Aber sie bieten zum Beispiel keine Demenzcafés an. Das wäre ja auch irgendwie schon etwas, wo sie sehr wohl was leisten könnten. Ansonsten ist Österreich leider auch, wie soll ich sagen, nicht besser als Deutschland. Wie komme ich zu meinen Informationen? Ganz viel tatsächlich durch Gespräche, Diskussionen, Podcasts und auch, wie soll ich sagen, manchmal das rotzige Hinwerfen von Diskussionen, weil ich war in ganz vielen Pflegeeinrichtungen und in keiner davon möchte ich einziehen, auch nicht in den teuersten. Ich würde aber auch mit meiner Mutter schwer unter einem Dach wohnen können. Aber zu sagen, ich stelle einen Wohncontainer in meinen Garten, der Gott sei Dank groß genug ist, solange Mama sich da noch eingewöhnen kann, und nutze auch Technologie, die ihr genau diese Würde lässt, und ob das ein System ist, wie das, das ich vertrete, das Sturzerkennung macht, oder Pepper, ich kenne dieser soziale Roboter, wo viele sagen, ist doch schon alt, kann doch nichts. Es gibt Leute, die jahrelang mit Angehörigen nicht mehr kommunizieren. Und dann kommt Pepper auf diese kindlich stupide Art und plötzlich kommen da wieder Sätze. Da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, experimentierfreudig zu sein, um Leute mit anderen Reizen abzuholen, als wir glauben, dass wir 30-Jährige und 40-Jährige abholen. Das braucht auch Mut, aber für mich ist es ganz viel, wie soll ich sagen, ja, Recherche, Gespräch, aufbereitet gibt es genau. Wenn du jetzt sagst, 40-Jährige und Mut, müsste das Ganze nicht eigentlich schon, jetzt haben wir vorhin über Prävention in Kindergärten geredet und solche, müssten wir nicht eigentlich auch anfangen, schon kleine Kinder abzuholen? Ich habe letztes Mal einen Bericht gesehen, dass in jeder Schulklasse 2 pflegende Kinder sitzen. Und die werden ja total vergessen. Was wäre da der Ansatz? Wie könnten wir da rangehen? Also unser Ansatz ist genauso, dass wir einfach Kinder mit alten Menschen zusammenbringen wollen. Im Grunde ist es das, was früher die Großfamilie getan hat. Nämlich in der Großfamilie war es ganz klar, dass Oma, Opa und Uroma, Uropa mit dabei waren. Aber das erleben unsere Kinder heute nicht mehr. Und deswegen ist jetzt dieser Weg für uns zu sagen, wenn wir Bauernhof statt Altenheim ins Leben rufen, was jetzt passieren wird, dann muss das von Anfang an auch in Anbindung mit einer Kita, in Anbindung mit der Schule sein, dass da wieder eine normale Vermischung stattfindet. Dass man alle Themen, die zum Leben gehören, und da gehört die Geburt dazu, genauso wie der Tod, und alles, was dazwischen ist, dass das eins ist, dass es zusammengehört. Aber wer ist denn für dieses Einssein zuständig? Jeder selbst. Jeder selber, meinst du? Ich war letztes Mal im Krankenhaus, hatte was am Knie und habe mich nicht zurechtgefunden. So, dann saß ich da, also ich habe mich schon nicht zurechtgefunden, neben mir saßen 2 ältere Damen. Also die waren wirklich viel älter und die waren mega alleine gelassen. Also ich, nicht zurechtgefundener, habe versucht, den beiden zu helfen, sich zurechtzufinden. Da habe ich auch gedacht, das, ja, keine Ahnung, was macht man da? Das fängt, egal wo ich hingehe, sehe ich ältere Menschen oder Menschen, die vielleicht Schwierigkeiten auch in der Orientierung haben, alle werden allein gelassen. Also ist eine Messe dafür zuständig, dass wir hier keinen allein lassen? Ist eine Schule dafür zuständig? Müssen wir ein Ministerium haben, Demenzministerium? Haben wir das? Gibt es das? Gibt es sowas? Wir haben ja nicht mal Gesundheit und Pflege als gemeinsames Thema, geschweige denn Prävention, wo wir sagen, was wissen wir denn, was wir in der körperlichen Ertüchtigung oder in der Ernährung oder sonst was schon tun können, um bestimmte Krankheitsbilder vorab zu halten. Ich glaube, einer allein geht wirklich nicht, aber weil du es nur gesagt hast, Schule ist, glaube ich, schon ein Hebel, und bei aller Kritik am Schulsystem, da gehen so ziemlich alle durch. Und wie wird denn Diversität heute in aller Munde? Super Schlagwort, und nicht böse sein, finde ich super, wenn Kinder Malkästen kriegen mit 12 unterschiedlichen Hautfarben. Aber Hautfarbe alleine ist auch nicht Diversität. Diversität heißt auch Alter, heißt Krankheit, heißt krankheitsbedingt oder so intellektuelles Vermögen. Das heißt, Diversität ist mehr als auch nur Hautfarbe. Nichtsdestotrotz, da wäre Schule tatsächlich etwas, um zu sagen, wenigstens die nächste Generation mal wachsamer machen zu lassen. Ob es dann bei jedem fruchtet, sei einmal dahingestellt. Aber ich bin ja groß geworden, da war ja, also wenn du Demenz buchstabieren konntest, warst du schon der Held im Biologieunterricht.
Ja, ich glaube auch, dass die persönliche Begegnung, also gerade das finde ich sehr gut, dass man zum Beispiel, auch, man könnte auch mal drüber nachdenken, dass man auch mal jemanden älteren Menschen in die Schulklassen bringt. Ja? Nicht nur, dass die Kinder in die Heime gehen, sondern dass sie auch mal in die Schulklasse gehen. Weil ich glaube, dass die persönliche Begegnung vieles verändert im Kopf. Ja? Und dass man es einfach schon mal gehört hat, dass man es einordnen kann. Ich glaube, das wäre so die Basis, um dann für später dann auch ein besseres Verständnis zu entwickeln. Also das ist ja ein sehr vielschichtiges Thema. Ich sage absolut, zwar immer, ja. Jeder muss bei sich selbst anfangen, aber natürlich haben wir die anderen Akteure im Boot, nämlich die, die die Rahmenbedingungen stellen. Das ist die Politik. Für mich ist es so, wir müssen hin zu einer anderen Form von Gemeinschaft. Wir sind im Moment für mich keine Wertegemeinschaft, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die sich auf Finanzen basiert. Ich möchte die Finanzen nicht abschaffen, ganz bestimmt nicht, aber es darf nicht der einzigste Wert sein, der in der Lage ist, Dinge auszudrücken. Und dementsprechend finde ich, dass es einige Felder gibt, die nicht finanzwirtschaftlichen Kriterien alleine unterliegen dürfen. Und das ist die Pflege, das ist Gesundheit, das ist Bildung, das ist Kunst und das ist Ernährung. Und da müssen wir einfach eine andere Skala anlegen. Und warum nicht auch Werte bilanzieren am Jahresende? Kennt jemand von euch hier am Tisch oder von euch da draußen irgendwie auch wunderbare Beispiele zum Thema Demenz und Altern? Also kann jemand was erzählen von euch, wo er sagt, Mensch, ich habe was gehört, gesehen, da war das Altern echt wundervoll und man konnte in Demenz ganz, ganz würdevoll weiterleben. Gibt es da? Also ich kenne leider keins. Also meine Großmutter. Okay. Ja. Da war das auch so. Aber wir hatten einfach diese Großfamilie und da war das unproblematisch. Also es gab immer Punkte, da haben ihre Töchter dann gesagt, das und das und das, das geht nicht und das hast schon wieder vergessen und das. Und dann ist meine Oma immer in ihr Zimmer getappt, beleidigt war sie. Man hatte ihr Dinge verboten und nach einer Stunde kam sie wieder raus und sagt so, hat sie gegrinst, ich weiß, wir haben uns gestritten, aber ich weiß nicht mehr warum. Aber wie gesagt, es wurde aufgefangen in der Großfamilie. Es ist nicht, dass sie alleine gelebt hat. Hat das mit der Gesellschaft zu tun, wenn wir, ich weiß, jetzt bin ich auf sehr dünnem Eis unterwegs, wenn ich über die Pflege rede. Meine Mutter war im Heim. Ich hatte zwei sehr, sehr tolle Pflegerinnen, aber auch nicht so tolle. So, und jetzt wird es ja immer auf die Zeit und Ressource geschoben, dass da ganz, ganz viel schiefläuft in der Pflege, auch in der Demenzpflege und Altenpflege. Was können wir denn da machen? Gibt es eigentlich wir haben Bedarf an Menschen, die in der Pflege arbeiten möchten. So, wir haben aber auch eigentlich viele Menschen, die da rein wollen. Wo ist denn da die Krux? Wieso funkt das irgendwie nicht? Wieso passt das nicht? Ist es die Ressource, ist es Geld alleine oder gehen auch viele den falschen Weg in der Berufswahl? Ich glaube nicht, dass die Leute den falschen Weg in der Berufswahl gehen. Ich sage immer, niemand geht in die Pflege, weil er keinen Platz in einem Burnout-Bootcamp bekommen hat. Alle Leute, mit denen ich spreche, gehen in die Pflege, weil sie Leute helfen wollen. Und was passiert dann? Sie müssen ganz viel dokumentieren. Das führt dann beispielsweise dazu, dass wenn Leute, egal, bei der Caritas oder wo auch immer, anheuern und gefragt werden, willst du dich weiterqualifizieren? Nee, lass mal. Ich spiele lieber mit Opa und Oma Karten. Okay. Da kann ich denen nämlich Zeit schenken, anstelle dann zu dokumentieren, wie die Fieberkurve war, wie oft der Schulgang war und sonst was. Das heißt, wir dokumentieren oder wir verwenden schon mal kostbare Zeit für Dinge, die wir in guten Teilen besser lösen könnten mit vernünftigeren Prozessen und Technik. Anreize dafür, solche Dinge zu nutzen, Nüsse, weil da werden dann wieder ganz viele Betreiber alleine gelassen. Und da glauben wir werden, wie soll ich sagen, mit reinem Humankapital das Thema erschlagen und vergessen dabei, dass das auch Menschen sind, die wir in der Pflege einsetzen, die wir aus ihrem Kulturkreis reißen, die dann Dinge dokumentieren sollen in einer Sprache, die sie nicht gelernt haben, in einer Schrift, die sie vielleicht nicht einmal kennen, weil die nicht mal mit lateinischer Schrift groß geworden sind. Da bin ich überzeugt, da muss die Technik auch forciert werden, aber auch eine Grundlage dafür geschaffen werden, dass das tatsächlich auch was monetär bringt, weil ansonsten kriegen wir das nicht ausfinanziert. Und etwas ist ganz wichtig, ohne Ehrenamt geht es nicht. Unser super österreichischer Kanzler hat sich sehr in die Nesseln gesetzt, kann jeder googeln, was er zu Burger für Kinder gesagt hat, als günstige Ernährung.
und sagt, die Leute sollen einfach mehr arbeiten, die Frauen sollen einfach mehr arbeiten primär. Wie viel aber Leute, die in Teilzeit sind, in Rente oder sonst was für unser Sozialsystem tun, weil sie Besuchsdienste machen, weil sie Sportvereine machen, weil sie gratis Nachhilfe geben für sozial schwächer Gestellte, das muss man irgendwo in die Gesamtrechnung mit einbeziehen. Ist es schwierig? Ja. Ist es eine Ausrede zu sagen, wir machen nichts? Nein, weil sonst fahren wir voll gegen die Wand. Ihr Lieben, wir machen nichts, doch wir wollen ganz viel machen. Ich möchte mich an dieser Stelle für unser kurzes Gespräch bedanken. Ich würde euch alle gerne demnächst zu Ebbe im Kopf in den Podcast einladen. Wenn ihr auch Themen habt, wenn ihr mal Lust habt zu Demenz, zu Alter, zu Sterbebegleitung, seid Geronto-Clown, ganz, ganz viele Möglichkeiten, meldet euch gerne, würde ich mich freuen. Ich wünsche euch noch eine unglaublich tolle Zeit heute auf der Messe. Wir sind morgen wieder mit dem Innovationspreis ab 10 hier und gleich folgen zwei ganz, ganz tolle Workshops. Einen schönen Tag, danke euch drei und eine gute Zeit. Dankeschön. Euch da draußen. Vielen Ciao. Dank.